Hallöchen und herzlich willkommen zurück beim Planet Crafter. Ihr seht, die Base ist ein bisschen kleiner geworden. Nein, ich bin natürlich endlich mal... Ach, guck mal, wie es da hinten schön grün aussieht. Oh. Und da ist auch was. Und hier ist was Neues. Wir lassen die Base heute mal Base sein und wir erkunden jetzt mal hier so ein bisschen. Hä? Wow. Das ist ja krass. Den Meteor, den Meteorenkrater hier. Okay. Ist das jetzt durch unseren Fortschritt hier nicht mehr so nebelig wie beim letzten Mal? Wahrscheinlich, ne? Also so gut habe ich das ja, glaube ich, noch nie gesehen. Da war doch beim letzten Mal hier so ein riesen Dunst in der Bude. Okay, dann... Hier! Ach du Jemine! Sauerstoffkapsel! Ich nehme sie mal lieber mit, wir werden sie wahrscheinlich brauchen. Hier geht's einfach runter in den Bunker. Mach doch mal dein Licht an. Nachricht lesen. Ich dachte, ich hätte den perfekten Krater gefunden, um eine Startplattform zu bauen, aber die Sicht ist grauenhaft. Von hier unten kann ich auf keinen Fall etwas schicken. Ich werde versuchen, eine weitere Basis höher am Kraterrand zu errichten. Irgendwo in der Nähe von 580 zu 85 zu 1520 sollte funktionieren. Hoffentlich verzieht sich der Nebel bald. Iklas. Der Iklas. Hat sich hier einen Bunker gebaut. Okay, warte mal. Und hat sich ein paar schöne Sachen an die Seite gelegt. Die werde ich jetzt mal in seinem Angedenken mal vertrauensvoll weiterverarbeiten. Okay, also hier geht's nicht weiter. Ich kann hier auch nicht groß was abbauen, aber da war noch was zu essen, sehe ich gerade. Mach mich mal kurz wieder hoch. Oh Gott, hier ist auch noch... Hier ist noch eine Kiste. Das Problem ist, doch hier irgendwo, hier müsste mal eine Hütte sein. Wir bräuchten mal ein bisschen Eisen. Ich glaube, ich gucke mal, ob ich hier noch irgendwo drei Stück rumfliegen sehe. Dann setzen wir uns nochmal einen Schrank rein. Eins passt noch ganz genau. Ist hier noch irgendwo eins? Ja, sehr schön. Dann lasse ich das Gedöns erstmal hier drin zum Teil. Dann können wir nochmal ein bisschen gucken erstmal. Ich bringe das dann später weg. Ein Schränkchen bitte. So. Schön ein paar Iridiumstäbe. Stufe 2 Dünger. Okay. Raketentriebwerke. Sehr geiles Zeug. Jo, ist ja alles rüber, wa? Vielleicht nehme ich Luft sogar mit. Ja. Vielleicht werden wir die da unten noch brauchen. Ich gehe nochmal tauchen. Und dann gucken wir mal in die Mitte. Was ist da so los? Das siehst du sogar von hier oben, das Ding. Okay, das ist schon nice. Ist da noch eins? Hier sind überall so Dinger. Ach nee. Das hat getäuscht. Das war irgendeine Ressource. Eisen, wie es aussieht. Ich dachte, er hat ja noch mehr Bunker. Dann lass mal lieber eine Runde drehen hier im See.
Vielleicht gibt es hier auch noch eine Kiste. Eine goldene. Ich weiß es nicht. Die Kisten, die ich jetzt noch so im Kopf hatte. Hier ist schon mal eine blaue. Die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Ja. Alter Schwede. Nochmal ein Chip. Sehr nice. So. Was gibt's denn hier noch? Iridiumstäbe liegen hier rum. Aha. Und super, die hier rum. Erstmal die Füße abkühlen. Was heißt Stäbe? War leider nur einer, oder? Ah, ne. Guck mal hier. Hier, die stecken hier überall rum. Ich nehme euch alle mit. Keiner bleibt allein. Geht zurück. Ja, wenn ich es mal sehen würde, ne? Gott, sehe ich die schlecht. So. Neue Mitteilung erhalten. Mal sehen, ob hier Iklas geschrieben hat. Aber ich glaube, der ist nicht mehr. Sieht jemand noch so einen Stab hier? Ja, nee. Doch. Ja, nein, vielleicht. Niemand weiß es. Oh Gott. Ja, gut, vielleicht klebt ja noch einer. Das ist so Iridium noch. Na gut, damit mache ich mir jetzt das Inventar, glaube ich, nicht voll. Was ist denn das hier für eine Anzeige? Das liegt hier auf einmal noch Superlegierung rum. Das ist ja frech. Okay, da muss ich mal gucken, wie ich da in die Nähe komme. Erstmal brauche ich Sauerstoff, aber jetzt schaffe ich es eh nicht mehr nach oben. Dann nehme ich mal einen von... Einen von denen, die wir dabei haben. Und stopfe mir das Zeug noch in die Tasche. Und lade das nochmal oben ab. Da braucht man wahrscheinlich nochmal einen Schrank. Muss dann noch ein bisschen Eisen mitnehmen. Ja, hier liegt dann noch jede Menge rum. Was ist Eisen? Okay. Eisen haben wir genug. 3 Stück reicht für noch einen Schrank. Ich glaube, das war's jetzt auch hier, ne? Im Großen und Ganzen. Oh Gott. Sagte er mal wieder passend, nachdem er dann nochmal 2 Teile gefunden hat. Wir spawnen doch hier immer wieder neu, oder? War ich so blind? Jetzt hast du es aber. Dreh dich bloß schnell weg. Nicht, dass du hier noch was findest jetzt. So, wo geht's denn? Wo ist denn da, ne? Da oben ist auch noch eine Kiste. Ist das hier richtig? Junge, ist das hier grün. Wo ist denn jetzt mein Raum? Hier oben? Nee.
geht's denn hier hin? Okay, irgendwie bin ich hier ein bisschen falsch. Der muss hier um die Ecke sein. Also da oben. Oh Gott. Ich finde doch niemals diese Kiste wieder, die ich eben gesehen habe. Ich muss das mal ausladen. Leute, heute komplett Erkundungsfolge hier wieder. Aber wir haben ja ziemlich viel gebastelt beim letzten Mal. Können wir auch mal wieder ein bisschen gucken. Ich bin hier wieder immer noch falsch. Ach, da ist er ja. Sehr gut. So. Was für Riesengebiete sich hier noch auftun. Ist ja der Knaller. Alter. Ja, wir gucken dann nachher mal, was wir hiervon mitnehmen und was nicht. Erstmal sehen die Werte noch ganz okay aus. Da können wir nochmal eine Runde drehen. Da war das, ne? Ja. Da war die Kiste. Da gehen wir jetzt nochmal hin. Ich will da mal reingucken. Und dann weiß ich gar nicht, es geht hier weiter in diese komische Wüste. Das habe ich noch nicht ganz erkannt, was das für ein Gebiet sein soll. Das war irgendwie ziemlich leer. Ah, hier ist nochmal ein Bunker. Das war gar keine Kiste. Ich glaube, das war hier so ein... Solarpanel, was ich hier gesehen hatte. Aber gut, hier geht's nochmal rein. Draußen wird es eh dunkel. Dann können wir auch hier drin im Dunkel durch die Gegend tapsen. Wenigstens haben wir eine halbwegs anständige Taschenlampe. Hier müssen wir uns mal durchschneiden. Ach du Scheiße. Ach, hier ist auch das Zeichen, wa? Was ich da auf... Was ist denn das hier? Das kann ich nicht mitnehmen. Schade. Das ist wie ein Jetpack, oder? Sauerstoffpullen. Hier gibt es Sauerstoff. Das ist gut. Okay, ich muss nochmal ganz kurz. Bin erst links gegangen. Ich komme hier sonst nie wieder raus. Ihr kennt mich ja. Ach du Scheiße, ich komme hier nicht mehr raus. Wenn es noch um eine Abzweigung geht, dann war es das. Okay, wer hat hier gewohnt? Ach, auch Iklas. Alles klar. Er hat versucht, ein paar Nachrichten zu senden. Hat aber scheinbar nicht mehr geklappt. Kümmere ich mich wie immer um seine Vorräte. Alter, wie groß ist denn das hier bitte? Ja, dann Schrank geparkt. Ach du Jemine, jetzt muss ich auch noch fünfmal hier rein. Außer ich würde ein bisschen Eisen hier lassen. Das geht natürlich auch. Aber ich fürchte, hier gibt es noch mehr zu holen. Obwohl, fürchten tue ich das eigentlich nicht. Ich stopfe mir das eher in die Tasche, was er hier so hat. So. Alter. Ich werde noch ein paar Schränke in unserem Raum oben brauchen. Ziemlich sicher sogar. Okay, wir gucken nur noch mal grob jetzt erstmal durch. Jetzt hätte ich genau drei Eisen dabei, um nochmal einen Schrank aufzustellen. Aber hier geht es nochmal runter.
Hier war der Schrank. Hier war ich auch drin. Okay. Und hier ging es dann hoch. Ja. Und hier geradeaus war ich jetzt noch nicht. Komme ich da irgendwo hin, wo ich... Ne, hier geht es nochmal irgendwo anders lang. Uiuiui. Wieder mich zum... Dick zu. Pass ich nicht durch. Ah, hier bin ich. Okay. Jetzt sind wir quasi einmal rum. Jetzt geht's hier nochmal runter, ne? Jo, Pulsarquarz. Hat er hier einfach mal rumliegen. Und so ein Ding zum Einsammeln. Das nehme ich noch mit. Wir lesen nochmal. Was wäre, wenn ich für immer hier bleiben würde? Ich habe genug Eis zum Trinken gefunden und meine Ernte wird immer größer. Ich habe erfolgreich eine Energiequelle mit ein paar Sonnenkollektoren aufgebaut und zumindest für den Monat, für den Monat, habe ich endlich ein bisschen Komfort. Könnte ich mein ganzes Leben alleine verbringen? Braucht man Gesellschaft zum Leben? Werde ich alleine sterben? Irgendetwas ist wirklich seltsam an diesem Planeten. Ich kann nicht sagen, was es ist, aber je mehr Zeit ich hier verbringe, desto mehr möchte ich bleiben. Unsinn. Iklas. Hallo? Okay, mehr. Ich gehe jetzt erstmal raus. Wir gehen nach oben. Wir müssen eh nochmal hier rein. Das bringt nichts. Nein, ich bin gefangen wegen dem Eisen. Gott, nur eins. Der legt das mitten in die Tür. Ich nehme mal lieber den Pulsarquarz schon mal mit. So. Ich glaube, hier lang war jetzt kürzer. Oh nein. Es liegt überall das Eisen in der Tür. Ich werde blind. Dann lass uns mal ein bisschen was. Hier ist noch ein Raum, wo wir noch nicht drin waren. Schaffen wir den noch? Ja, komm. Jetzt schmeißt er wieder das Eisen dahin, ne? Oh nein. Das ist tatsächlich nicht hier, aber... mit dieser komischen Markierung. Das können wir leider nicht zerlegen. Oh, das heißt, wir müssen eh nochmal irgendwann wieder herkommen. Wie viele Tage ich auf diesem Planeten verbracht habe, kann ich nicht mehr sagen. Erinnert sich meine Familie noch an mich? Ich vermisse sie so sehr. Ich vermisse an dieser Stelle alles, was kein roter Stein ist. Erwartet jemand von mir zu Hause? Habe ich wirklich eine Chance, hier herauszukommen? Ich tue mein Bestes, um zu überleben, und ich werde immer besser darin. Vielleicht kommt Hilfe, vielleicht schickt sie ein Rettungsteam. Auf keinen Fall wird uns jemand suchen. Mich suchen. Unser Freund Iklas. Iklas, mein Guter. Ich komme nochmal wieder. Ist das geil hier. Ah, hier passt er durch, oder was? Okay. Jetzt bin ich natürlich richtig verwirrt. Aber ich habe direkt den Ausgang gefunden. Das ist sehr beruhigend. Ich werde mir allerdings nochmal einen Sauerstoff gönnen müssen. Und dann gehen wir mal hier rüber. Zum Raum, setzt nochmal einen Schrank auf und das Wichtigste muss ich da noch rausholen. Das geht ja nicht anders. Oh. Komm ich hier jetzt rüber? Komm ich hier durch? Nö. Ach du Jemine. Oh, hier ist die Welt noch gar nicht fertig. Alles klar. Dann fahr ich doch hier rum. Dann schwebt Prinzesschen mal hier lang.
Geiler Bunker, muss ich sagen. Hat sich ja mal richtig gelohnt. Jetzt habe ich schon wieder die Einfahrt hier verpasst. Das habe ich hier ungünstig hier hinter diese Düne hier gesetzt. So, ein bisschen was passt hier noch. Aber noch ein Schrank wird auf keinen Fall schaden. So, schön, eine neue goldene Statue. Ich denke einmal, ja, für einmal rein wird es noch reichen, ne? Hoffe ich. Bin schon froh, dass wir die beiden Bunker entdeckt haben. Kannst du vielleicht auch mal? Ja, gut. Jetzt einen schlechten Winkel drauf hast, kannst du es übersehen, obwohl es schon relativ gut blau leuchtet, aber. So, müssen wir ein bisschen Gas geben jetzt vielleicht? Wir haben nicht mehr so viel Sauerstoff. So, einmal hier war der eine Schrank. Hier konntest du halt noch was abbauen, ne? Weiß nicht, ob wir da eh nochmal wieder kommen müssen. Lass mich durch. Nein, dieses Eisen, ne? Nimmst du einfach mit. So, hier ging es noch unter. In sein privates Schlafgemach. Mit dieser Kiste. Abbauen konnte man hier sonst nichts weiter, ne? Ich glaube nicht. Ich habe jetzt nicht jede Wand kontrolliert, aber... Da ist aber auch ein bisschen was zu tun hier in dem Bunker. Das nehmen wir noch. Und hier hast du nur Eisen reingetan. Okay. Ich glaube, das waren die interessanten Spots, ne? Die beiden Kisten, war hier noch irgendwo was? Ach, hier war noch ein Schrank. Ach, das war nur Eisenlager. Das kannst du nicht abbauen, ne? Nee. Okay. Dann lass mal lieber gleich zurück. Oh Gott, jetzt ich mal lieber hier wieder lang. Ja. Und hier. Und hoch. Sehr gut. Sehr gut, nochmal ein volles Inventar. Bringe ich nochmal eben zurück. Da würde ich mich nochmal ganz kurz umgucken wollen. Wir werfen nur nochmal einen Blick darüber. Halt, du bist doch schon wieder die Auffahrt hier, ne? Junge. Das wird ein Erlebnis, das alles nach Hause zu bringen. Alter Schwede. Naja, gut. Lohnt sich aber auch. Da kann man mal nicht anders sagen. Nochmal Bohnensamen. Okay, also die hyperspannenden Sachen. Weiß ich nicht, Dünger brauchen wir eh ständig. Hier können wir uns einen neuen Generator bauen. Ja, eigentlich kann ich alles gebrauchen. Auch die Iridiumstäbe, aber mit dem ganzen Zeug. Junge, da können wir gut was anfangen. Aber das bringe ich dann nach der Folge rüber. Das wird jetzt zu... Ist eine Superlegierung. Ist noch was zu essen? Und noch was zu trinken? Okay. Hast dir mal ein bisschen Platz, dass du vielleicht noch eine Kleinigkeit looten kannst. Also hier sind wir aus der Höhle gekommen. Dann geht's hier in das, in den Abschnitt.
Den gucken wir uns dann in einer anderen Folge mal an. Denn das ist jetzt zu groß, um das zu erforschen. Wir haben, denke ich, hier... Aua. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen tief gefallen. Man hat es knirschen gehört. Gar nicht mehr damit gerechnet, dass das geht, wenn man eigentlich ein Jetpack auf dem Rücken hat. Aber ja gut, ich krieg das hin. Scheiße, jetzt haben wir natürlich... Dann muss ich mal... Hatte ich nicht noch was zu essen? Ja, dann schieb's ja rein, bevor du hier gleich noch wegstirbst. Kann das sein, dass das hier noch nicht fertig ist? Ja, ne? Aber da unten stehen schon so komische Bäume. Ehrlich gesagt, weiß ich jetzt nicht so genau. Das ist ja hier die Todeswüste. Und da hinten ist der... Da hinten ist der Wasserfall, oder? Ja. Na, gucken wir uns im Anschluss an das Gebiet mit dem Wasserfall mal hier auch noch ein bisschen um. Dann würde ich jetzt mal darüber gehen zu dieser... In den Dschungel da schon fast. Neuen Bauplan erhalten. Inkubator. Aha. Schauen wir uns mal an, wenn wir wieder in der Base sind. Jetzt lasse ich mich erstmal begeistern von dem Anblick hier. Jo. Ach wat, guck mal hier. Hier schmilzt es noch. Okay, ich gehe mal da rüber. Kletterrank? Ne, ist keine Kletterranke. Einfach nur ein riesiger Baum. Sehr nice. Ich versinke hier noch so ein bisschen im Boden. Geil. Ich wollte mal gucken. Oh Gott. Kann ich sehen, wann das schmilzt? Bei 32 GTI. Das ist noch ein bisschen. Könnte ich da mal erwähnen, hier immer noch ein Kistchen? Reinschauen kannst du ja mal. Hm. Pflanzenmultiplikator. Schwefel lasse ich jetzt mal hier. Drüben war ja noch eine Kiste. Wie viel Schwefel hier rumfliegt. Oh, mehr passt eh nicht. Das Wertvollste haben wir mit. Plus die beiden Chips. Sehr interessant. Also hier geht es dann tatsächlich später für uns weiter. Mein letzter Sauerstoff. Hier müssen wir nochmal ein vernünftiges Foto schießen. So, eine sehr spannende Ecke. Foto ist geschossen. Dann würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Reinschauen. Wir machen Schluss. Ich werde mal die Sachen rüberbringen. Aus unserem Raum, dass ich die Sachen schon mal bei uns in der Base zur Verfügung hätte. Das wird nochmal ein bisschen Schlepperei werden. Ich muss mich auch... Ich habe extra das Foto hier eine Plattform aufgestellt. So einer ist er. Lass uns gemeinsam nochmal hier... Aha. Uiuiui. Okay, wir haben die Pulsarquarzhöhle entdeckt.
Ah ja, hier ist der Block von unten. Okay, Pulsarquarzhöhle ist übertrieben. Bis jetzt habe ich nur eins gesehen. Hier ist noch eins. Da kommen wir auf jeden Fall... Oh Gott, jetzt will ich mir aber nicht verlaufen. Ging es jetzt hier raus? Ich glaube, ne? Ich muss zurück zum Raum. Ich habe keinen Sauerstoff mehr. Oh, das wird knapp. Eieiei. Okay, ich wollte gerade sagen, können wir hier nochmal zusammen lang? Und schon nochmal wieder was Neues entdeckt. Ich werde irre. Hier ist nur ein Kistchen, gut versteckt. Ich habe eh keinen Platz mehr. Ich gebe es auf. Ich bringe jetzt erstmal Kram nach Hause. Hier geht's auch nochmal rein. Aber jetzt muss... Oh nein. Alter! Uiuiui. Das sieht ja geilo aus. Ist das Obsidian? Nicht Obsidian. Osmium? Ich muss zum Raum. Nochmal. Dieses Spiel macht mich fertig. Hör auf. Alter, der fliegt mir direkt ins Gesicht. Ne, doch nicht. Okay, ich habe auch nichts zu trinken mehr. Doch, habe ich noch, Gott sei Dank. Schwefel? Oder lag das jetzt hier nur so rum? Warte mal, da liegt doch was. Ja, doch, Osmium, ne? Tatsache. Okay, sehr geil. So. Das war's mal genug. Sieht sehr hübsch aus. Das war erstmal genug Entdeckung für mich in der Folge. Muss erstmal verarbeiten alles. Bisschen Osmium könntest du eigentlich dir einpacken. Ich hole das Zeug ja dann eh nur ab hier. Ja, so passt so. Dann nehme ich hier noch ein paar Bröckchen mit, wo ich jetzt so direkt dran komme. Da unten leuchtet so schön. Dann bringe ich meinen Kram nach Hause und wir sehen uns morgen wieder. Herzlichen Dank fürs Reinschauen. Ich freue mich auf euch morgen in der nächsten Folge The Planet Crafter. Macht euch noch einen schönen Tag, bleibt geschmeidig. Und schaut morgen wieder rein. Also, ich bin weg. Wo ist denn die ganze Zeug hier, Mensch? Da oben blitzt es. Naja, ich werde es schon hier rausfummeln. Tschüss.